Was sind soziale Neurowissenschaften? Also die sozialen Neurowissenschaften sind quasi ein Feld der Neurowissenschaften, was sich wirklich mit der Interaktion zwischen zwei Gehirnen beschäftigt, mit der Frage, wie kommen Sie in mein Gehirn? Also wie verstehe ich Ihre Gedanken, Ihre Gefühle, was Sie wollen, Ihre Bedürfnisse? Wollen Sie auch verstehen, warum ich mich in einer bestimmten Art und Weise verhalte? Genau, beides. Also was sind die Mechanismen, die Motive, die Emotionen, die Gedanken, die dann zu Verhalten führen? Zu Kooperation, zu Altruismus, zum Helfen, zum Nichthelfen. Also wir sind sowohl interessiert an Emotionen, sozialen Emotionen. Mhm. Und soziale Emotionen sind immer Emotionen, wo es einen anderen braucht. Also Empathie, Mitgefühl, Schadenfreude, Fairness. Das ist eine Emotion, die nur dann entsteht, wenn der andere im Spiel ist. Die Methoden, mit denen gearbeitet wird, das sind also genau die Methoden, mit denen man normalerweise in den Neurowissenschaften auch arbeitet. Die sozialen Neurowissenschaften sind ein extrem interdisziplinäres Feld. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel in meinem Department mit Ökonomen, also Spieltheoretikern zusammen, also mit ökonomischen Paradigmen, um zum Beispiel Kooperation und Altruismus zu erfassen im Labor. Stressforschern, mit Hirnforschern, mit Psychologen, die also Verhalten abbilden, Aufmerksamkeitsaufgaben machen und so. Und wir arbeiten sogar mit virtueller Realität und mit Philosophen zusammen, mit Psychiatern, weil wir auch sehr viel Patientenstudien machen. Also was passiert, wenn das soziale Gehirn sozusagen nicht mehr in Ordnung ist, Empathieverluste, Perspektivübernahmenverluste und so weiter, also wie im Autismus oder in der Psychopathologie im Allgemeinen. Das heißt, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt und daher auch methodisch sehr breit aufgestellt. Wir erfassen auch die Herz, also Herzrate, Hautleitfähigkeit, also den Körper. Hormone. Genau, das geht also wirklich und bis hin zu qualitativen Interviews. Also wir gehen bis hin zu subjektiven First-Person-Reports, nennen wir die. Also dass wir auch das Subjektive im Menschen, also wie fühle ich mich wirklich, wie erlebe ich zum Beispiel ein mentales Training, erfassen durch sehr, sehr tiefgehende qualitative Interviews. Kriegt man die denn zusammen in einen Blick, eine Theorie? Sagen wir mal, wir versuchen, ein integratives Bild zu schaffen, wie so verschiedene Facetten eines Kristalls. Die Realität in der Publikationspraxis ist eine andere, da muss man in diese Fachjournal hinein. Aber wir versuchen in unserem Department und auch allgemein in der sozialen Neurowissenschaften ein holistischeres Bild des Menschen zu zeichnen. Die Versuche, die Sie jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, sind ja, wenn ich das richtig weiß, weltweit die Versuche mit den meisten Teilnehmern und mit der, wie soll man sagen, mit dem strengsten systematischen Aufbau für diese vielen Teilnehmer. Was haben Sie da genau gemacht? Also ich glaube, Sie sprechen das Resource-Projekt an. Das ist sozusagen ein sehr spezielles Projekt, wo wir versucht haben, mal wirklich ordentlich wissenschaftlich über 9 Monate 300 Leute durch ein mentales Training zu schicken und die dann mit 90 verschiedenen Maßen wissenschaftlich zu verfolgen. Wie verändert sich das Gehirn, das Verhalten, das Erleben, die Hormone, das Stresssystem, also alle Ebenen, wenn man jeweils 3 Monate kontemplative mentale Praktiken übt jeden Tag. Und die konnten entweder mentale Übungen sein, die Aufmerksamkeit schulen, oder aber, also Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, oder aber im zweiten Modul zum Beispiel, das nennen wir Affekt, also emotionale, motivationale Modul, konnte man Mitgefühl, Empathie, Dankbarkeit schulen, also mehr die sozialen Emotionen vom Herzen. Und in einem weiteren 3-Monate-Modul, ne, das waren ja 9 Monate mit 3x3 Monaten, war das mehr die kognitive Schiene. Das heißt, was wir in der Forschung in Englischen Theory of Mind nennen oder kognitive Perspektivübernahme, also die Fähigkeit, dass ich wie ein Vogelflug auf meine Gedanken, mein Selbst oder auf das der anderen gucke. Und das kann man auch üben durch sozusagen tägliches mentales Training. Und dann haben wir uns angeguckt mit diesen verschiedenen Maßen, wie diese täglichen maximal 30 Minuten mentalen Übungen sich eben auswirken auf Veränderungen im Gehirn, im Erleben. Was für Übungen sind das genau? Es ist sehr konzentriert, es ist mit einem extremen Fokus auf einer bestimmten, auf ein bestimmtes Objekt, also
Meditation, die Übersetzung ist eigentlich sich anfreunden oder kultivieren des Geistes. Mhm. Und so sind jede Übungen, die wir in jedem Modul machen, auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel die Basis-Achtsamkeitsübungen im ersten Modul, was wir Präsenz nennen, fokussiert den Geist auf ein Objekt, ob das die Atmung ist oder der Körper oder aber das Hören oder Schmecken oder Sehen. Das ist also eine Aufmerksamkeitsschulung und Achtsamkeit auf den Moment, hier zu sein. So in dem anderen Modul zum Beispiel, wo es um Mitgefühl geht und Entfaltung von Herzqualitäten und von liebevoller Güte und Dankbarkeit, sind die Übungen völlig anders. Mhm. Da stellt man sich zum Beispiel in dieser sehr bekannten Metta-Übung vor, zum Beispiel sein Herz dadurch zu öffnen, dass man, wenn man zum Beispiel Eltern ist, sich sein Kind mit 3 und 4, wenn es so wirklich am süßesten ist, und so Papa, großen Augen, und dann geht dieses Care oder Affiliative System, was wir ja auch biologisch einfach Fürsorgesystem haben. Fürsorgesystem geht so auf. Und, und dann weitet man diese interne Übung immer mehr aus auf Leute, die schwierig sind, die man nicht kennt, die man vielleicht sogar hasst. Ist das eine Voraussetzung für das andere? Das wollten wir erfragen. Also es, zum Beispiel ein Teil dieser Forschung war, herauszukriegen, ob zum Beispiel Mitgefühl sich automatisch entfaltet schon, weil man jeden Tag eben Achtsamkeitsübungen macht, atmet, ruhiger wird, den Geist stabilisiert, oder ob es hilft, explizit sozusagen diese Herzqualität zu üben jeden Tag. Ob das dann zum Beispiel Altruismus, Kooperation, Mitgefühl stärker fördert? Die Antwort ist ja. Wir haben ja im Grunde genommen über 3 verschiedene Sachen geredet. Also wir haben über Empathie geredet, wir haben über Altruismus geredet, was sehr viel mit Kooperation zu tun hat, und wir haben über Mitgefühl, also im Englischen Compassion, geredet. Kann man das auch neurophysiologisch unterscheiden? Ich kam aus der Empathieforschung, und Empathie erforscht man normalerweise in der Neurowissenschaften so, dass ich ihnen zum Beispiel Leid zufüge, also so kurze kleine Stromschüsse oder so, das ist nicht schlimm, aber es aktiviert die Schmerzmatrix in ihrem Gehirn, und dann gucken sie zu, wie einem anderen Person auch Leid zugefügt wird durch Stromschüsse. Und dann messen wir in ihrem Gehirn sozusagen, was aktiviert wird von ihrer Schmerzmatrix, wenn sie sehen, wenn jemand anders leidet. Das heißt, die Definition von Empathie ist Leiden mit, wenn man mit Leiden konfrontiert ist. Das heißt, sie aktivieren Teile dieser aversiven Schmerzreaktion mit, um zu wissen, was fühlt der andere. Was mich stresst. Genau. Und das kann, also Empathie ist prinzipiell neutral. Also es kann zum Beispiel auch Empathic Joy sein. Also wenn jemand sich freut und sie teilen das Gefühl, sie gehen in emotionale Resonanz, genau, dann haben sie Empathie für Freude. So, jetzt wenn Sie sich vorstellen, Empathie für Leiden von anderen kann, muss aber nicht dazu führen, dass es zum empathischen Stress führt. Pflegeberufe, Burnout. Genau, und das kann auf lange Dauer zu Burnout führen, weil man sozusagen so mitleidet mit dem anderen, dass das Leiden zu einer persönlichen Sache wird, zu einem selbstorientierten, und das führt zu Aversion. Und die Frage ist, wie kann man jetzt Empathie in Mitgefühl transformieren? Das heißt, diese natürliche, gesunde, empathische Reaktion, die mir erlaubt zu fühlen, der leidet, nicht in Stress transformieren zu lassen, also was wir dann empathischen Stress nehmen, und das kann möglicherweise negative Konsequenzen haben, sondern in Mitgefühl und Liebe, das ist eigentlich das System von unkonditioneller Liebe. Sind das im Gehirn unterschiedliche Netzwerke? Genau, und wir haben das dann gemessen, und die die Netzwerke für Leiden kennen wir, das sind also Teile der Schmerzmatrix, die wir also wirklich auch aktivieren, wenn wir eben dieses schreckliche Gefühl haben, wenn wir leiden. Oh, ja? Das aktivieren wir wieder, wenn ich empathisch mit ihnen mitleide. Wenn ich jetzt Menschen trainiere in Empathie, dann werden diese Netzwerke sogar noch stärker. Das heißt, ich leide noch mehr, meine negativen Gefühle werden noch mehr, und dieses Empathie für Schmerznetzwerk wird noch mehr aktiviert im Gehirn. Wenn ich die gleichen Personen eine Woche später unterrichte, Mitgefühlstraining zu machen. Das heißt, zu lernen, dieses liebevolle Güte, Caring Affiliation System zu aktivieren, von dem ich vorher sprach, dann erfahren plötzlich die Menschen, obwohl sie weiterhin mit Leiden konfrontiert sind, ein positives Gefühl von Wärme, Zuwendung, also von Fürsorge und eine ganz starke Motivation, dem anderen helfen zu wollen. Empathie signalisiert mir, da gibt's ein Problem.
Was ist mit diesem Thema des Altruismus? Wie passt das da rein? Na, Altruismus ist ein natürlich sehr komplexes Thema. Wir haben uns viel damit beschäftigt, weil interdisziplinär der Begriff des Altruismus sehr unterschiedlich definiert wird. Das heißt zum Beispiel, wir Psychologen, aber auch spirituelle Traditionen und so, wie Buddhismus oder aus der Meditationsforschung, ist der Altruismus dadurch definiert, was die Intention hinter einer Aktion ist. Also, also bin ich sozusagen wirklich motiviert, Ihnen zu helfen oder will ich nur mein Image zeigen, was für ein toller Mensch Sie sind. Oder zeigen, wie ich ein toller Mensch bin oder ganz strategisch vorgehen, wenn ich Ihnen jetzt helfe, dann hilft er mir morgen und das könnte für mich nützlich werden und so. Das sind die drei Motive, die dahinter stecken. Also normbasiert. Also normbasiert ist ein großes, ne? Also zum Beispiel Reziprozität, Reciprocal Cooperation. Ne? Also Sie helfen mir, dann so helfe ich Ihnen auch. Das ist ja sehr praktisch irgendwie. Ja. Das ist so eine Norm, die haben wir fast alle drin. Ne? Ja. Da funktioniert Kooperation meistens auch gut. Ne? Dann strategisch? Strategisch ist so ein bisschen machiavellistisch. Das ist so entweder, die Kosten sind nicht groß, kann ich ja mal machen. Oder aber, naja, jetzt gebe ich mal lieber Geld, weil es gibt danach Bestrafung. Ne? Das wäre für mich nicht gut, wenn ich es jetzt nicht mache. Oder aber Image-Scoring könnte man auch dazu nennen. Ne? Wenn ich ein totaler Narzisst bin und möchte, dass alle mich ganz toll finden, dann macht es Sinn. Oh, ich gebe Ihnen jetzt vor Kamera eine Riesensumme Geld und da gucken jetzt ganz viele Leute zu. Bin ich nicht ein wunderbar kooperativer Mensch? Aber meine Motivation dahin war überhaupt nicht, dass ich dachte, das tut Ihnen jetzt gut, wenn ich Ihnen eine Summe Geld gebe, sondern einfach mein eigenes Image. Und das nennt man Image-Scoring. Und eine der Grundeinsichten des Marxismus ist ja, dass unser Sein, also vor allen Dingen natürlich auch unser ökonomisches Sein, wie wir in Arbeit, in Produktionsprozesse eingespannt sind, dass das ganz wesentlich unser Bewusstsein mitbestimmt. Ja. Jetzt wissen wir von Ihnen unter anderem, wir haben diese beiden Netzwerke. Die werden also durch die Umwelt, durch die Situation, in der ich als Mensch lebe, massiv beeinflusst. Ja. Die kann ich aber selber zum Beispiel durch Training oder durch eine bestimmte Art und Weise des Handelns verändern. Wir versuchen, alte neoklassizistische Modelle der Ökonomie zu ersetzen mit neuen Modellen, die eigentlich der Biologie, der Psychologie von dem, was ich Ihnen gerade erzählt habe, sehr viel näher sind. Das heißt, die klassischen neoklassizistischen ökonomischen Modelle, so Homo economicus, auch wenn die aufgeweicht wurden, aber trotzdem in Lehrbüchern immer, ja sehr noch, stabil. Immer noch zu finden ist, ja. Man hat eine Präferenz, die bleibt stabil übers Leben, die kommt von irgendwo her, also die ist doch einfach so given, die ist kontextunabhängig und die hat vor allem zum Ziel, also seine eigene Nutzenfunktion zu maximieren und zu mehren, in welcher Art und Weise. Und ich weiß auch nichts über den anderen. I don't know about you. Ich brauche auch nichts über den zu wissen. Ich brauche nichts zu wissen. Im Zweifelsfall ist er nur lästig. Es gibt die Invisible Hand und wenn jeder für sich sorgt und sozusagen seinen eigenen Selbstnutzen maximiert, wird sich der Markt schon irgendwie regulieren. So, das klappt alles überhaupt nicht mehr in der globalisierten Welt. Es gibt Externalitäten ohne Ende, Klimakatastrophen und so weiter. Das heißt, es braucht wirklich ein neues Modell, was näher an dem ist, was wir Menschen eigentlich sind. Und wir Menschen, von der Psychologie weiß man das schon ewig, haben verschiedene Motive. Leistungsmotiv, Machtmotiv, Affiliatives, ich will Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Caring, also das, was ich gerade gesagt habe, Fürsorge, also dieses wirklich altruistische, Angst, Anger, also sozusagen Alarmsystem, ne, Paniksystem. All das ist sozusagen, das findet man sogar bei vielen Tieren, diese Motive, das sind Grundmotive. Und je nach Kontext kann der eine mehr aktiviert werden als das andere. Das heißt, wenn Sie in einem nicht kompetitiven institutionellen Kontext sind, können Sie sehr caring sein, sehr altruistisch und dieses Verhalten zeigen. Wenn Sie aber in einem sehr kompetitiven, leistungsorientierten Kontext sind, dann werden andere Motive wie Macht oder Leistungsmotivation aktiviert werden und dann ein anderes Verhalten zeigen. Und das würde in ökonomischen Modellen heißen, dass wir verschiedene Nutzenfunktionen haben, die je nach Kontext verschieden aktiviert werden innerhalb des gleichen Menschen. Die in Millisekunden können die variieren. Die Standardansicht dazu ist ja, dass ich in einem solchen System eigentlich der Dumme bin, also meinem eigenen Nutzen schade, der Maximierung meines eigenen Nutzens schade, wenn ich mich dann altruistisch verhalte oder wenn ich zu viel Mitgefühl entwickle. Sagen wir mal, Mitgefühl wird überhaupt nicht modelliert, also ja, so wie wir es in der, kommt gar nicht vor. Care-System. Es gibt viele neuere Theorien, vor allem aus der behavioralen Ökonomik, sowas wie Warm-Glow-Hypothese. Und der Altruismus wurde im Rahmen der Biologie natürlich schon oft moduliert, als Kinship-Altruismus und so. Also es ist nicht so, dass das Wort Altruismus in der Ökonomie nicht vorkommt, das gibt es als Präferenz.
Aber dieses mehr differenzierte Bild von einem Menschen, der verschiedene Motive hat, die können sozusagen sowohl kontextuell von der Institution aktiviert werden oder über mentales Training, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, intern trainiert und verändert werden. Das heißt, ich kann selbst mich in die Hand nehmen und mich von einem Egoisten zu einem mehr altruistischen Menschen machen. Machen Sie denn die Erfahrung, dass Sie mit Ihren Daten, die Sie haben und der Auswertung dieser Daten, dass Sie sozusagen gegen die Mauer derer laufen, die sagen, das ist alles Quatsch, das müssen im Grunde genommen Messfehler sein, weil es ist doch völlig klar, das einzig vernünftige System ist der freie Markt und ist die Maximierung der Nutzenfunktion. Ja, natürlich. Also ich meine, ne, Paradigmen brauchen immer mehrere Generationen. Ja, bis sie sich durchsetzen. Genau, bis die sich dann verändern können. Ja. Also klar, das wird nicht von einem Tag auf den anderen einfach nur mal angenommen werden. Also vor allem diese neuen ökonomischen Modelle mit verschiedenen Nutzenfunktionen ist in dem Sinn relativ kompliziert, mathematisch zu modellieren. Und da die Makroökonomie mathematische Modelle braucht. Und am besten einfache mathematische Modelle. Naja, weil die Mathematik sehr kompliziert wird, wird es nochmal eine Riesenweile dauern, wahrscheinlich, bis sich diese psychologisch-neurowissenschaftlichen Ideen quasi in mathematische, makroökonomische Modelle überführen lassen, die dann auch nützlich sind für Ökonomen. Das ist also schon eine unglaubliche Brücke, die da erst gebaut werden muss. Aber ich glaube, sie ist extrem notwendig, weil das Bild, das Menschenbild, was hinter den klassischen, ist so veraltet und unsere globalisierte Welt hat mit solchen großen Externalisierungsproblemen zu tun, wie Climate Change und Financial Crisis, Poverty in the Midst of Plenty, dass wenn wir das nicht verändern, dann brechen wir zusammen. Also wenn die Ergebnisse zeigen, dass ich zum Beispiel dieses Mitgefühlsnetzwerk wirklich stärken kann. Kann ich mir ja überlegen, ob ich das zum Beispiel fördere. Also angenommen, Sie haben das alles brillant gezeigt und auch die Kritiker sind verstummt ja, das ist und sagen, okay, das ist wirklich jetzt State of the Art, das haben Sie rausgefunden. Was ist Ihre Vision? Was wird man damit machen können? Also die Vision, und wir versuchen auch diese säkularisierten Programme, müsste man dazu sagen, ne? Das ist nicht Buddhismus oder Christentum oder Religion, also es ist keine Sekte, das sind sozusagen mentale Übungen, die vielleicht inspiriert wurden aus der westlichen Psychologie oder aus der östlichen Meditation. Aber davon losgelöst. Aber davon total losgelöst. Das heißt, die 300 Mitglieder, die bei uns in der Studie mitgemacht haben, haben weder irgendwas jemals von dieser Art gemacht. Also das war eine der Grundbedingungen. Genau, die mussten total naiv sein, keine Ahnung von diesen Trainingstaktiken. Und die Worte oder sagen wir mal das Vokabular, was wir benutzen, ist total säkulär. Das heißt, wir hatten Atheisten da drin sitzen, es können aber auch Christen da drin, ist völlig wurscht. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon mal eine Grundvoraussetzung, weil wir in der Pluralität von Welten leben und auch von Religion, aber auch Atheisten. Und um sozusagen zu einer Global Compassion wieder uns hinzubewegen oder einer säkularen Ethik, glaube ich, müssen wir auch eine säkulare Trainingsart oder sozusagen Kultivierung dieser Ethik finden, damit es nicht wieder Gruppen ausschließt. Wir müssen integrativ arbeiten. Ja. Das ist die erste Vision. Das heißt, durch diese Säkularisierung können wir es auch in Schulen einführen oder in Wirtschaftssysteme oder wo auch immer. Ohne dass es weltanschaulich gebunden ist. Ohne dass es weltanschauliche Belief System braucht. Jeder kann die ja behalten. Mhm. Und ich denke sozusagen, eine große Vision ist, dass ich glaube, wir haben die letzten Jahrzehnte, das sind ja auch immer so Pendel, zu stark nach außen geguckt, also Konsumerismus, Externalitäten, Produkte und zu wenig nach innen. Das heißt, wir haben uns zu wenig damit beschäftigt, wie man eigentlich seinen Geist schulen kann, um zu einer inneren Balance zu kommen, zu einer inneren Zufriedenheit und zu einer Art, wie man mit Stress und dieser unglaublichen Geschwindigkeit unserer neuen Welt besser umgehen kann. Und ich glaube, eine der größten, sagen wir mal, Probleme unserer Welt zurzeit ist Isolation. Trotz großer Vernetzung übers Netz fühlen sich Menschen sehr einsam. Einsamkeit prädiziert wiederum mentale Schwierigkeiten, aber auch Mortalität. Also das ist nicht einfach nur eine kleine, blöde, subjektive Variable, sondern die hat extreme prädiktive Kraft auf wirklich wichtige Dinge wie Gesundheit und wann man stirbt. Das heißt, wieder hinzubewegen zu dem Gefühl von Interdependenz, also Zusammengehörigkeit, Netzwerk, Gedanke, Solidarität, aber auch globaler Verantwortung, ist, glaube ich, eine Notwendigkeit geworden, die man nur über mentale Veränderung erreichen kann und nicht durch irgendein äußeres Produkt. So. Das heißt, das muss aber auch beigebracht werden, genauso wie in den Schulen Mathematik oder Sport beigebracht wird, sind mentale Techniken auch Dinge, die man kultivieren muss und lernen muss und immer wieder üben muss im Alltag.
Und meine Vision wäre, dass solche wissenschaftsbasierten Programme eben viel mehr in die Öffentlichkeit treten, in Schulen, für Lehrer, und zwar nicht nur zur Stressreduktion, wie das ja schon oft passiert, sondern oder auch zur Konzentrationssteigerung oder Performanzsteigerung, was dann wieder die Gefahr ist, dass wir das Leistungsmotiv immer nur ansprechen, sondern wirklich wieder zur sozusagen Schulung von weg von diesem extremen Narzissmusbewegung unserer Gesellschaft hin zu wieder einer stärkeren Interdependenz und Verbindung. Ja. Wenn Sie an Ihre Probanden denken, fühlen die sich glücklicher? Also ich glaube, so was für uns wahrscheinlich der beste Outcome, bevor wir in die ganzen Daten geguckt haben, war, glaube ich, für uns das beste Zeichen dafür, dass es scheinbar was wirklich Gutes gemacht hat, dass mehr als die Hälfte sich selbst organisiert hatte, weiterzumachen, bevor der letzte Tag war. Mhm. Ich dachte, ich komme in eine Feedback-Runde und alle weinen, es ist so unendlich zu Ende, weil es waren ja immerhin 9 Monate und sehr viel Testen. Und es haben wirklich fast alle weitermachen wollen und viele haben auch wirklich über Monate weitergemacht. Unterscheidet sich das zum Beispiel von den ganzen MBSR-Kursen, die ja überall inzwischen in allen großen Städten eigentlich angeboten werden, teilweise von mehreren Anbietern? Also MBSR ist mehr oder weniger die Basis von dem, was wir versucht haben, dann weiterzuentwickeln, weil die sind 8 Wochen lang und sind sehr stark auf Stressreduktion. Mhm. Und das würde ich sagen, ist am ähnlichsten diesem ersten 3-Monate-Modul, wo man einfach mal erst zur Ruhe kommt, den Stress einfach wirklich zu sich kommt, im Moment fokussiert. Und die Module, die wir danach gemacht haben, sind viel mehr intersubjektiv. Das heißt, wir hatten auch Übungen drin, wo man sozusagen 10 Minuten mit einer anderen Person zusammen eine kontemplative Übung per Telefon durchführt, jeden Tag. Das heißt, man hat eine wirklich andere Person im Alltag da. Ein reales Gegenüber, nicht nur ein vorgestelltes, was für uns Westler sehr viel einfacher ist. Da kann man leichter mit klarkommen. Und da kann man üben, Perspektivwechsel, empathisches Zuhören, Mitgefühl, mit Stresssituationen im echten Alltag auch, wie geht man damit um? Also nicht irgendwie vorgestellt, sondern was ich wirklich jeden Tag mache. Und das ist eine Schulung gewesen, die vielleicht anders als MBSA sehr stark diesen intersubjektiven sozialen Charakter hervorstellt. Mhm. Und uns geht es ja auch eben über die Stabilisierung des Geistes und der Aufmerksamkeit in diese Mitgefühlsebene zu kommen. Also die Ebene des wirklichen Miteinander. Und dafür braucht es nochmal mehr. Mhm. Einfach weitermachen. Und dann denke ich mal ganz blöd, 8 Wochen ist ein toller Start. Aber wie ich... Nur wenn ich in 8 Wochen ins Fitnessclub gehen könnte und dann käme ich mit super Muskeln raus, funktioniert leider überhaupt nicht. Ich muss das ja auch ein Leben lang machen und regelmäßig. Ja. Und ähnlich ist das mit der Kultivierung unserer Innerwelt und Geist auch. Und unsere Daten zeigen das auch. Es gibt einige Daten, wo man nach 3 Monaten noch keine signifikanten Effekte hat und wirklich sieht, wie das nach 6 Monaten und 9 Monaten einfach langsam wächst. Mhm. Zum Beispiel, dass es publiziert Körperbewusstsein, also das Bewusstsein, was fühle ich eigentlich im Körper, das wächst sozusagen langsam. Diese Interoceptive Acuity, also die wächst wirklich über 3 Monate und frühere Forschung, das hat uns dann immer so erstaunt, warum werden Leute nicht besser in Körperbewusstsein, wenn sie doch Bodyscan machen jeden Tag, wo man sozusagen bewusst durch den Körper wandert und fühlen lernt, was fühle ich eigentlich, ne? Was will mein Körper? Und da hatten wir uns immer gedacht, es kann doch nicht sein, dass das dann in der Forschung, in den Aufgaben, die sowas messen, nicht wirklich signifikant besser wird. Die Antwort ist einfach, 8 Wochen war nicht genug. Mhm. In 8 Wochen geht es ein bisschen hoch, aber ist noch nicht signifikant. Man muss länger dran. Und dann 6 Monate kommen die Effekte und 9 Monate noch. Mhm. Na, und das ist dann einfach nur Zeit. Kleines bisschen Gießen der Pflanze jeden Tag, dann wächst die besser, als einmal 2 Tage einen Retreat machen und dann nichts mehr und hoffen, dass dann ein Baum draus wird. Ne? Die beiden Netzwerke, das Empathienetzwerk und das Compassion-Netzwerk. Mhm. Also die Empathie- und Compassion-Netzwerke im Gehirn sind wirklich 2 verschiedene Netzwerke, die zwar beide, sagen wir mal, sozialen Emotionen zugrunde liegen. Also die sind emotionale Netzwerke, könnte man sagen. Aber das Empathienetzwerk, können Sie sich vorstellen, ist ein Netzwerk, was ein Alarm oder man nennt es auch Saliency-Netzwerk. Also das springt dann an, wenn sozusagen Gefahr ist oder großer negativer Affekt. Das heißt, Sie leiden, ich teile dieses Leiden und ich fühle dieses negative Affekt, den Sie auch haben. Das heißt, das ist ein Netzwerk im Gehirn, was anteriore Insel und
ACC mit ein, also es sind zwei wichtige Regionen im Gehirn, die dazugehören. Und das hat was mit negativem Affekt zu tun. Das heißt, wenn man Menschen fragt, wie sie sich fühlen, dann sagen sie negativ. Ne? Sie leiden mit. Weil Sie Insula erwähnten, das hat auch mit Selbstwahrnehmung zu tun. Das hat was mit körperlicher Wahrnehmung. Genau, mit interozeptivem Kortex und Körperwahrnehmung zu tun. Und das, wenn man eine Woche lang Menschen in Empathie trainiert, das heißt, ihnen sagt, versuch das Leiden des anderen noch viel näher an dich ranzulassen, wirklich zu spüren, wie wenn es dein eigenes Leiden wäre. Das machen die dann in der U-Bahn oder in der Tram. Dann kann man sehen, dass diese Empathie für Schmerznetzwerke, also diese negativen Alarmnetzwerke, noch stärker funktionell aktiviert werden nach der Woche. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, fragen wir die gleichen Studenten, mit Leiden anders umzugehen, das nicht mitzufühlen und mitzuschwingen, in Resonanz zu gehen, sondern diese liebevolle Güte und diese Zuwendung und dieses Mitgefühl, diese Qualität zu generieren. Was heißt das jetzt wieder übersetzt in Gehirnsprech sozusagen? Und in der Gehirnsprache sieht man dann, dass in deren Gehirne ein Netzwerk aktiviert wird, was völlig anders ist als dieses Alarm- und Empathie für Schmerznetzwerk. Das ist ein Netzwerk, was wir kennen, was mit Belohnung zu tun hat, mit Affiliation, mit Fürsorge, also mit Gefühlen von positivem Affekt, Wärme, Liebe, also Zuwendung, Fürsorge. Ja? Und das sind Netzwerke wie also mediales Orbitofrontalkortex, Striatum. Und wir wissen, wir machen ja keine Tierforschung, sondern Menschenforschung hier, daher können wir nicht genau wissen, in welchem Neurotransmittersystem wir sind, aber dieses Mitgefühlsnetzwerk im Gehirn aktiviert Areale im Gehirn, die voll mit Opiat-Oxytocin-Rezeptoren sind. Und diese Oxytocin und Opiate sind ganz wichtig für ein affiliatives System, also für Vertrauen, für Irre ich mich oder sind nicht Opiat-Netzwerke praktisch überall im Gehirn vorhanden? Genau, also es gibt natürlich relativ, also alle Neuropeptide sind ziemlich überall weit, verteilt. Aber es gibt sozusagen Pockets, also es gibt Areale, wo sie ganz, ganz besonders dicht sind. Hat das jetzt, also dieses Netzwerk wiederum was mit Körperwahrnehmung, also Insula zu tun? Oder? Das ist, die Insula ist immer dabei, wenn es Emotionen gibt, aber an verschiedenen Stellen. Sie müssen sich vorstellen, die Insula ist so groß, dass verschiedene Neuronen in der Insula sind. Das heißt, es kommen immer Schmerzafferenzen rein, Hörafferenzen, Geschmacksafferenzen, autonomische Regulationsafferenzen. Das heißt, man kann letztlich von der Insula nicht als ein Areal, was eine Sache macht. Wichtig ist, die Insula ist sehr wichtig für alles, was interozeptives Gewahrsein ist. Das heißt, Informationen vom Körper, von den Organen und integriert Informationen aus Sensorik und daher sehr, sehr wichtig für die Generation von Emotionen, von Gefühlen und Emotionen. Kann man sagen, ob der Frontalkortex eine Rolle spielt, also sozusagen der Bereich, in dem ich intern Informationen berechne, verarbeite und ja auch mehr kognitiv verarbeite? Also der frontale Kortex spielt eine extreme Rolle in dem Theory of Mind-Netzwerk, Perspektivübernahme. Mhm. Also das, was ich Ihnen erzählt habe. Mich in jemand anders reinzudenken. Dieses sich in den anderen kognitiv hineinversetzen, aktiviert einen parietal-präfrontalen Kortex, den wir Mentalizing Network oder Theory of Mind-Networks nennen. Und das wird zum Beispiel geschult durch diese Perspektivübernahmeübungen. Aber nicht durch Empathie oder Mitgefühl, was emotionale Qualitäten hat und damit eher limbisch oder paralimbische Netzwerke aktiviert. Mhm. Aber Empathie eben eher mit negativen und Alarmsystemen verknüpft, wohingegen Mitgefühl eher was mit Affiliation und Gefühlen von positiven Qualität und Liebe zu tun hat. Ne? Obwohl beides emotionalen Gehalt hat, sind sie sehr verschieden in ihrer Qualia. Und dieses kognitive Netzwerk ist das dritte Netzwerk, was wir kennen, was uns hilft, andere besser zu verstehen. Mhm. Und das nennen wir Theory of Mind oder Mentalizing Netzwerk. Und diese drei verschiedenen Netzwerke können eben durch verschiedene mentale Übungen selektiv trainiert werden. Mhm. Man kann besser in Empathie werden, man kann besser in Compassion werden und besser in Theory of Mind, aber nicht durch die gleichen Übungen. Und das ist das, was die Forschung so anfängt, sozusagen immer mehr aufzuzeigen. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön, gern geschehen. Super. Verletzt wurde oder irgendwie.